besoffen, sowas mache ich nicht, hallo, wenn ich weiß, dass ich heute ein Let's Play aufnehme. Dann, oder Let's Fail. Ja, das ist doch sowieso immer spontan. Ey, hast du Bock? Oh, wir haben keine Folgen mehr. Ah, wir müssen mal wieder aufnehmen. Verrat doch nicht immer alles, Mann. Wie, meinst du unsere Aufnahmetechnik? Das macht doch jeder so. Ja, nur weil es die anderen machen. Wenn die anderen vom Hochhaus springen würden. Vorproduktion gibt's da nicht. Wir nehmen übrigens heute auf, weil heute wir die letzte Folge rausgehauen haben, die rauszuhauen war. Ja, heute ist nämlich Mittwoch. Freitag. Ja, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Hast du eine Uhr? Ich sehe es gerade nicht. Es ist nicht so. Warum baust du jetzt hier zu? Was soll denn das? Ach so, hier ist der Eingang. Ah ja, hier ist der Treppe. Weißt du, so mit Überlegung und Verstand. Aber funktioniert das dann, wenn wir hinter der Treppe quasi eine Fackel haben und die dann nicht da durchs Glas leuchtet? Dass die leuchtet dann durchs Glas. Hier dürfen keine Fackeln sein. Hier ist absolut zappenduster angesagt. Hier unten? Ja, hier unten ist komplett Dinkel. Ja, aber hier muss wenigstens eine Fackel hin, weil sonst spawnen die auf der Treppe. Ja, dann haben wir ein Problem. Ja, du hast ein Problem, weil du das Glas baust. Noob. Ja, nee, keine Ahnung. Ich baue es jetzt erstmal so und wenn es uns nicht gefällt, dann machen wir einfach das ganze Glas wieder kaputt. Hat dir nichts gekostet. Hier, ich gebe dir mal Steine, weil ich gerade dabei bin. Süß. Danke. Ja, ansonsten müssten wir hier alles aus Stein bauen, dann können wir aber nicht reingucken. Was ja auch irgendwie kacke ist. Ich meine, wir gehen doch sowieso dann runter, wenn wir dann oben auf unseren Knopf drücken und dann gehen wir hier rein. Ja, wo wir den Knopf hinmachen, das ist die nächste Diskussion, der wir uns stellen müssen. Ja, wahrscheinlich, ich würde sagen hier. Guck mal, wir bauen hier zu mit Glas, hier. Guck mal, komm mal her. Ja, jetzt habe ich das meiste Glas schon verbaut. Ja, ja, dann hier mach's wieder kaputt. Nee, guck hier so, hier da, hier so die zu mit Glas, hier unten. Ach, den Glaskolben hier zu? Ja. Ach, hier die wo wir gerade laufen, ja, ist auch ein Plan. Oh, ich habe ein Cave-Geräusch. Ja, ich auch. Weil dann können wir nämlich doch hier drüben ein paar Fackeln setzen, so ein paar. Ja. Da in die Ecke und da. Und dann ist das doch hell genug, oder nicht? That's the plan. Er im Zweifelsfall spawnt halt unten nichts, aber dann lassen wir halt unten die Etage komplett frei und machen die Spawning-Etagen hier oben hin. Das heißt, das ganze Glas wird wieder zerstört. Ja, hier vorher überlegen, mein Freund. Schnauze. Soll ich nochmal Sand sammeln? Nö, Sand ist noch da, hab ich noch. Hast du noch in der Kiste? Nee, hab ich noch hier in der Hosentasche. Achso. Sandige Taschen. Ja, Waschtag war noch nicht. So, hab ich genug Erde? Hey, warte mal, wir haben doch da oben Erde, oder? In der einen Kiste. Haben wir doch alles reingetut. Haben wir das? Pass mal auf. Oh, einen Moment mal kurz, bitte. Telefon? Nein, diesmal nicht. Sekunde kurz. Ich bin sofort wieder da. Was kann das nur Wichtiges sein? Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Das muss ich jetzt wissen tun. Soll ich ihn einbauen? Ach nee, ich bin mal nett. Und mache meine Arbeit. Während er wichtigen Sachen nachgeht, der Fred. Wie lange wird er brauchen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht spule ich es einfach vor. Das ist mein neues Lieblingsvideo-Aufnahme-Schneidteil. So, da bin ich wieder. Oh, da ist er ja wieder. Ich habe gerade ein bisschen Mist geredet. Ja, macht nichts. Ja, ich keine Ahnung, was ich überhaupt sagen sollte. Also habe ich mal irgendwas erzählt. Ja, machst du doch sowieso immer, als ob du jemals über irgendwas nachdenken würdest, was du sagst, oder jemals irgendwas Sinnvolles erzählen würdest. So, pass auf, dann baue ich jetzt nämlich hier die Treppe einfach so zu mit Stein. Aua! Ach so, ich habe Hunger, verdammt, warum sagt mir das keiner? Ja, aua! Du musst da hingucken, du hast ein HUD. Ja, ich reg mich jedes Mal drüber auf, wenn ich das angucken muss, wie du da mit deinem Hunger umgehst. Ja, und? Ja, in Realität gehe ich ja ganz anders mit meinem Hunger um. Wir könnten langsam mal Aufnahmepause machen. Ich hätte nämlich Hunger. Nö, nichts gibt's. Erst wenn du auf den Sack kriegst. Ja, ich müsste aber auch dann gleich das Haus verlassen, habe ich gerade erfahren. Wieso? Warum? Aus Gründen. Ich muss plakatieren. Aus Gründen? Wahlplakate aufhängen und alles? Ja, so ungefähr. Ich muss die Revolution ausrufen. Alter, jetzt habe ich Scheiße gebaut, weil ich nebenbei geschwätzt habe. Mann! Das hast du verdient. Ja, wie gesagt, ich muss plakatieren, deswegen müsste ich dann bald mal und so. Ach so, ja, dann lass mich doch hier erstmal das Dach noch bauen. Ja, ich baue hier noch die Treppe fertig und du baust das Dach und dann
machen wir fein Winke Winke und dann, ne? Ja. Weißt du Bescheid? Weiß ich Bescheid. Gut. Jo. Machen wir hier so und so und so und so. Oh, ja doch, da auch. So, 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 so. So, dann haben wir hier so einen feinen Eingang. Da müssen wir dann halt Türen reinklatschen. Und hier machen wir auch noch dicht. Möglichst wenig Licht hineinlassen. Und dann geht er doch. Ah, es war natürlich genau falsch. Scheiße. Verdammte Kacke. Wer baut denn hier auch so eine Scheiße? Du hast hier auch Mist gebaut. Was hab ich? Ich hab überhaupt nicht Mist gebaut. Ja, auf die Schuld von dir zu weisen. Natürlich weiß ich die Schuld von mir. Was willst du überhaupt? Hä? Sag ich an. Ich will, dass es mal richtig ist, so wie es gehört. Und es ist halt einfach falsch. Du hast hier Scheiße gebaut. Und hier ich hab raus. Überhaupt nichts. Ich baue hier gar nichts. Was machst du denn überhaupt? Was soll ich denn jetzt? Ja, pass auf, ich komm gleich mal rüber da. So muss es sein. Jetzt müssen wir das nur noch eine Stunde fortführen und dann ist die Aufnahme erfolgreich. Ja, nur eine Stunde habe ich jetzt erstmal keine Zeit. Ja, hab mir doch gerade hier. Mann! Hör nie zu! Verdammt! Was hast du jetzt gemacht, weil ich guck mir das an. Ja, ich habe überhaupt nichts gemacht, verdammt! Ich komm jetzt runter! Ja, komm her! Wo ist komm es? Her, Bam! Aua! Hä? Übertreib mich! Du bist doch gar nichts. Ja, ich muss hier die Wand wieder eins versetzen, weil du hier die Treppe eins hier falsch gemacht hattest. Du Kackbuh. Wie, die Treppe 1 falsch? Ja, die Treppe war da hinten nicht eins weiter in die Wand rein versetzt. Das musste was ich noch machen. Was ist denn das hier? Mann. Du hast einfach... Was ist das hier? Das hier ist Pfusch am Bau. Du hast einfach die Fackel in die Wand gebaut. So. So, also ich bin fertig mit meinem Teil. Du auch? Nein. Guckst aber ja. Dir oben an. Du kannst mir mithelfen mit du Erde. Mit. Ich gebe dir ein bisschen Erde. Wo bist du eigentlich gerade? Ach, da. Mann! So, hier, pass auf. In dieser Kiste hier ist Erde. Ach, das war die Erde-Kiste. Ja, mit der Erde konnten wir bei der Burg nicht so viel anfangen. Ja, deshalb sage ich ja, das haben wir übrig gelassen. Und jetzt tun wir hier quasi so, dass das dann hier wieder eben ist. Normal aussieht. Nicht ganz eben, weil es sind ja Hügel drin. Also müssen wir das so anpassen, dass es gut aussieht. Also hübsch. Einfach nur. Ja, hübsch machen. Das ist die Ansage. Ja, pass auf. Ich muss da eins hoch, um zu dir zu kommen. Dann machen wir das doch gleich mal hier so. Und dann ziehen wir den Hügel. Dann kriegt er hier so einen leichten Schwenk nach vorne. Hier, ich bin jetzt, weiß ich nicht, Terraformer Fred. Terraformer? Ist fast wie ein Transformer, nur viel cooler. Bist du Ökologiestudent oder was? Oh Gott. Weißt du genau, wie die Erde liegen muss? Soweit kommt's noch. Damit's gut aussieht. Ich strebe ja Agrarwissenschaften an, muss ich sagen. Ach so, ja, dann musst du aber noch Bäume pflanzen dann später. Nee, ich müsste eigentlich Kartoffeln anbauen. Ja, Kartoffeln gibt's aber in Minecraft nicht. Ja eben, das ist das Problem. Das wäre aber lustig. Das wäre wirklich, die Idee hatte ich auch gerade. So buddelst lustig. Du in der Erde und auf einmal hast du so einen Klotz Kartoffeln, der dir entgegenkommt. Das wäre geil. So funktioniert das halt mit Kartoffeln. Ja. So funktionieren Kartoffeln. Wer das schon immer mal wissen wollte. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Man könnte hier oben drauf noch irgendwas bauen. Wir überlegen uns dann ein Häuschen oder so, damit wir gescheit an den Krempis rankommen. Ja, wahrscheinlich einfach ein Lagerhaus, wo wir es dann einfach hochtragen. Ja, so, dann können wir, dann, das bauen wir einfach da drüben hin, wo der Scheiß schon steht. Würde ich sagen. Gucken wir mal.